Hallo zusammen, heute geht es um Schmetterlinge an der Knoblauchsrauke. Und die meisten kennen ja meine Devise bereits, nicht hinterherrennen, sondern lieber am richtigen Ort warten. Die Knoblauchsrauke, die zeige ich euch gleich, wie die aussieht, aber wo findet man sie? Bei mir gibt es die eigentlich fast nur an Flussufern. Und auch da ist sie jetzt nicht unbedingt sehr häufig. Aber an dieser Stelle, da wächst sie in großer Zahl. Ich hatte hier noch letztes Jahr eine weitere Stelle. Die war sogar noch etwas sonniger und vielversprechender. Aber da wurde letztes Jahr wohl etwas zu intensiv Straßenrandpflege betrieben. Da wächst dieses Jahr leider keine einzige. So, die Knoblauchsrauke, wieso ist die so interessant? Sie ist sehr beliebt bei Schmetterlingen als Nahrungslieferant und sie ist vom Grünaderweißling und auch vom Aurorafalter eine der ganz beliebten Eiablagepflanzen. Also die Raupen ernähren sich gerne von dieser Pflanze. Und so kann man an der Knoblauchsrauke zum Beispiel auch die eine oder andere Eiablage beobachten. Wird jetzt heute eher nicht der Fall sein, denn so viel Glück werde ich nicht haben. So oft lässt sich das nicht beobachten, aber wir werden einfach mal schauen, was sich ergibt. Schöne Schmetterlingsaufnahmen wird es alleweil geben. Die Blüten sind klein und weiß, also eigentlich sehr klein in Relation zu dieser Pflanze, die durchaus fast einen Meter erreichen kann. Und auch die Blätter haben eine sehr charakteristische Form. Ja, und wer ganz sicher gehen will oder unsicher ist, ob er die richtige Pflanze entdeckt hat, der kann auch noch den Geruchstest machen. Man nimmt sich einfach ein Blatt, zerreibt das mal zwischen den Fingern und dann dran riechen. Riecht sehr stark nach Knoblauch. Also da weiß man dann auch, woher der Name kommt. So, und jetzt habe ich mich hier eingerichtet, die Kamera etwas höher, als ich das sonst gerne mache. Das liegt daran, dass die Pflanzen so hoch sind und ich schon möglichst viele Blüten auch abdecken will. Und ich habe sie, wie schon mal in meinem Libellen im Flug Video, mit der Wasserwaage eingerichtet, denn die Pflanzen sind da drüben und hier hinten und ich mag hier eigentlich schon einen ziemlich großen Bereich abdecken und ich mag nicht, dass die Bilder dann irgendwie total schief werden. Das erste Bild zeige ich euch, damit ihr seht, dass das Bouquet hinten jetzt einfach auch ein bisschen eine Glückssache ist. Hier ist es jetzt nicht unbedingt so gelungen, aber bei den nächsten sieht es ganz gut aus. Man braucht einfach etwas Geduld. Und zwischendrin habe ich auch mal die FZ300 ausgepackt und konnte dann etwas näher hin. Etwas später kam noch ein Landkärtchen vorbei. Nebenbei arbeite ich heute auch noch mit etwas Hightech. Ihr seht die Kamera ganz unten am Boden, die ist direkt unter einer Blüte postiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand hinfliegt, wenn ich dort bin und ein- und ausschalte, die ist nicht unbedingt sehr groß. Außerdem ist die Kamera so weit am Boden unten, dass da eine vernünftige Bedienung nicht mehr möglich ist. Und deswegen schalte ich die mit der entsprechenden Panasonic-App, die ich am Handy installiert habe, einfach ein oder aus, wenn was los ist in der Nähe. Ich könnte die Kamera natürlich auch durchlaufen lassen, aber so viel ist heute auch wieder nicht los. Das würde ewig viel Arbeit daheim wieder bedeuten. Dann müsste man
schauen, wo in den Clips was drin ist und das alles ausschneiden. So geht das viel effizienter. Wer Interesse hat, da etwas mehr drüber zu erfahren, mache ich gerne auch mal ein Video drüber. Ja, und die ganze Hightech-Sache hat jetzt heute leider nichts gebracht. Deswegen hier noch zwei Fotos. Und dann kam ein Aurora-Faltermännchen vorbei. Und dieses Männchen sieht, was ich übersehen habe. Da weiter hinten sitzt ein Weibchen. Und er spricht direkt drauf an und macht sie an. Und jetzt seht mal her, wie ein Weißlingsweibchen zeigt, dass es keine Lust an einer Paarung hat. Sie streckt ihren Hinterleib in die Luft und breitet die Flügel auf dem Blatt aus. Und so verhindert sie, dass er landen kann, geschweige denn andocken. Da müsste er jetzt erstmal auf dem Blatt zu sitzen kommen, aber sie nimmt ihm jede Möglichkeit. Und diese schöne Szene, die lasse ich euch jetzt ganz sehen. Ja, und dann saß da plötzlich diese gebänderte Prachtlibelle am Boden. Und wer schon öfters Videos von mir gesehen hat, der kennt meinen Faible für diese bodennahen Aufnahmen. Da musste ich jetzt einfach zuschlagen. Ich habe die Kamera vom Stativ genommen, die mit dem Teleobjektiv, und habe sie direkt auf den Boden gelegt. Ja, und als ich da so unten am Boden lag, war plötzlich das Landkärtchen neben mir und suchte wieder mal nach Mineralstoffen. Und diese schöne Gegenlichtsituation, die musste ich jetzt einfach noch mitnehmen. Und so entwickelt sich einfach mancher Drehtag ganz anders, als man ihn sich vorgestellt hat. Ihr wisst, dass ich im Makrobereich grundsätzlich die Schärfe manuell ziehe, und seht mal an, wie gut das gelingen kann. Und jetzt fliegt er dann gleich ab. Stellt euch mal vor, da wäre der Autofokus drin. In dem Moment, wo der Schmetterling weg ist, würde der Autofokus irgendwo beliebig dahinter fokussieren. Sieht doch tausendmal besser aus, wenn das Bild so stehen bleibt, wie es ist. So, das war's für heute wieder. Danke für euer Interesse und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Servus.